Herzlich willkommen zu einer neuen Video von kreativkiste.de. Ich wurde gefragt, ob man mit einem Potti auch ein 4 bis 20 mA Signal generieren kann. Ja, man kann, auch wenn es nicht ideal ist. Ihr seht es gerade, der Potti steht jetzt bei 0% und wir haben eben die 4 mA. Und wenn ich den jetzt mal hochdrehe, dann generiert eben der Potti den Strom. Und ihr seht, es geht nicht bis 20 mA, sondern bei bis 24 mA. Das hat einfach in Abhängigkeit von der Größe der Widerstände zu tun. Also in dem Fall kann ich jetzt 4 bis 24 mA machen. Die Schaltung ist nicht ganz ideal. Das hat zwei Gründe. Wenn wir jetzt mal bei 4 mA anfangen und ich den Potti drehe, dann sieht man, dass der Strom relativ langsam steigt. Und sobald ich jetzt hier bei ungefähr 50% war, dann sieht man, dass es ganz, ganz schnell geht. Das heißt, wir haben hier keine kontinuierliche Steigung, sondern wir haben so ungefähr bis 11, 12 mA eine langsame Steigung, eine recht flache Steigung und ab dann eine ganz steile Steigung. Das ist natürlich technisch bedingt. Der zweite, wenn man es als Nachteil bezeichnen möchte, ist der Widerstand. Ich habe jetzt hier nur so einen ganz kleinen, weil andere brauche ich nicht. Und die werden natürlich, ihr seht es hier bei 24 Volt, werden die natürlich relativ warm. Also da müsst ihr echt drauf achten. Jetzt schauen wir uns kurz die Schaltung an. So sieht also die dazugehörige Schaltung aus. Wir haben zwei Widerstände, einmal den 1 Kilo Ohm Widerstand und einmal den 270 Ohm Widerstand. Der 1 Kilo Ohm Widerstand begrenzt unseren Strom nach oben, ist also zuständig für die 20 mA. Und der 270 Ohm Widerstand begrenzt unseren Strom nach unten, ist also zuständig für unsere 4 mA. Wenn ihr jetzt ein anderes Signal wollt, wie zum Beispiel 0 bis 20 mA, dann müsst ihr logischerweise diesen Widerstand streichen. Jetzt schauen wir uns das rechnerisch noch kurz an. Wir wollen also bei 24 Volt DC eine Höchststromstärke von 20 mA haben, klicken auf Berechnen und kommen jetzt auf 1,2 Kiloohm. Finden wir hier mit 1 Kiloohm und hier mit den 270 Ohm. Bei mir sind 70 Ohm mehr. Ich vermute, es hat mit meinem billigen Potti zu tun. Bei mir sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus, nämlich so. Das hat damit zu tun, weil ich keine Potties mit zwei Füßchen habe, sondern nur mit drei. Ich habe also einfach das dritte Beinchen unbelegt gelassen, gehe mit meiner Spannung an einem Anschluss rein und gehe an dem mittleren Anschluss wieder raus und der dritte Anschluss bleibt unbesetzt. Eine Sache, die noch wichtig ist zu erwähnen, nämlich der Ground. Der Ground von unserem Generator, dem analogen Eingang, muss der gleiche sein wie der Ground von unserer SPS. Wenn das nicht der Fall ist und ihr irgendwie ein separates Netzteil habt, dann müsst ihr unbedingt den Ground von eurem externen Netzteil, DC-Netzteil, mit dem Ground von dem Netzteil von eurer SPS verbinden. Jetzt nochmal der Hinweis, eigentlich ist es besser, sich so einen Generator zu kaufen, weil die Linie eben ungefähr so macht und nicht kontinuierlich gleich ist, sondern ziemlich flach und dann ziemlich steil ansteigt. Und natürlich eure Widerstände, die werden eher warm. Vielleicht deswegen nochmal ein Hinweis, wenn es schnell gehen muss oder so, kann man das vielleicht mal machen. Aber das ist bestimmt keine dauerhafte Lösung. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte dir deine Frage somit beantworten.